Erste Rednerin bei diesem Punkt war Gabriele Heinisch-Hossek von der SPÖ. Eine der Ursachen für die unterschiedliche Lebenssituation von Frauen und Männern in diesem Land liegt selbstverständlich in der Sache, dass die Einkommensunterschiede in Österreich sehr groß sind. Das wiederum kann dazu führen, dass vor allem Frauen stärker von Armut bedroht oder betroffen sind als Männer. Und genau darum handelt es sich heute bei diesem Antrag, den wir als Gleichbehandlungsausschuss gerne zuweisen würden, dem Sozialausschuss. Denn es geht hier um ein Maßnahmenpaket gegen Frauenarmut. Es sind konkret zwei Vorschläge gemacht worden, die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld anzuheben. Und die zweite Maßnahme ist, dass wir auch die Anrechnung der Notstandshilfe, wobei ich und viele Frauenorganisationen sage, dass wir seit Jahren darüber diskutieren, dass die Anrechnung des Partnereinkommens eigentlich nicht der Sache dienlich ist für viele Frauen, die dann im Alter über keine eigenständige Notstandshilfe in adäquater Höhe verfügen können, es aber sehr wohl im Jahr 2011 mit der Veränderung bei der Mindestsicherung Verbesserungen für Frauen gegeben hat. Und wir der Auffassung sind, dass der Herr Sozialminister sicherlich viele Maßnahmen auch aufzählen wird können. Und ich könnte es jetzt auch tun, alleine was heute die Bundesregierung vorgestellt hat bei den Maßnahmen, die in den nächsten 1,5 Jahren verwirklicht werden sollen, dass die vor allem Frauen zugute kommen werden. Abgesehen von der schon vorher beschlossenen Steuerreform geht es um die Anpassung an einen adäquaten Lohn, an ein adäquates Gehalt für Frauen, die unter 1.500 Euro brutto verdienen. Das wird jetzt in Angriff genommen. Es geht gleichermaßen um Maßnahmen für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es geht auch um Frauen, die Karriere machen wollen, aber daran gehindert werden. Und ich bin nicht der Auffassung einiger anderer Kolleginnen hier im Haus, dass es ohne Quote geht. Sonst hätten wir schon mehr Frauen, denn es gibt genug qualifizierte Frauen in diesen Positionen. Und es geht auch um Vereinbarkeitsfragen, die selbstverständlich die Väter gleichermaßen angehen, und um einfach eine gute Bildung der Kinder in ganztägigen Schulformen. All das wird jetzt begonnen, und ich darf abschließend sagen, dass wir im Gleichbehandlungsausschuss oft ganz unorthodoxe Wege auch beschreiten. Danke, Frau Vorsitzende, indem wir die Sozialpartnerpräsidenten beispielsweise schon mal eingeladen hatten, das wieder tun werden, um genau diese Unterschiede in der Einkommenssituation von Frauen und Männern mit den Zuständigen auch besprechen zu können. Ich denke, dieses Mal werden sie kommen. Daher arbeitsmarktpolitische Maßnahmen als Maßnahme gegen Armutsgefährdung im Gleichbehandlungsausschuss gut aufgehoben, aber im Sozialausschuss diskutiert. Das wünschen wir uns heute. Sagte Gabriele Heinisch-Hossek von der SPÖ.